So wirklich besinnliche Stimmung herrscht nicht im Tierpark Berlin. Es wird unterm Baum gerauft, gehortet und randaliert. Doch das hat alles seine Richtigkeit. Zum Jahresbeginn bekommen die Tiere nicht verkaufte Weihnachtsbäume und die sollen sie beschäftigen. Natürlich ist Langeweile immer ein Thema in einem Zoo und wir haben alle arg damit zu tun und sind gut beschäftigt, damit den Tieren nicht langweilig wird. Und im Winterhalbjahr sind wir auf jede Abwechslung angewiesen, um den Tieren das Leben kurzweilig zu halten, weil sie natürlich nicht ganztägig draußen sein können. Die Pfleger haben alle Hände voll zu tun, die Bäume zu dekorieren, passend zu den Wünschen der Tiere. Die Weihnachtsbäume kommen von Händlern, die ihre Tannen nicht verkaufen konnten und die Aktion hat Tradition. Früher hat der Tierpark hier einen Weihnachtsbaumverkäufer auf dem Parkplatz gehabt, weil natürlich im Winterhalbjahr nicht so viele Besucher kommen und die Fläche brach lag. Und da sind von alleine immer Weihnachtsbäume angefallen, weil der hat die dann sozusagen immer den Tierpark gespendet. In diesem Jahr sind für Zoo und Tierpark rund 1000 Bäume zusammengekommen, an denen sich die Tiere noch eine Weile erfreuen können.